So, und jetzt müsst ihr nicht denken, das haben wir doch schon mal gesehen. Das ist die nächste Traktorenparade, die hier auf Regio TV Plus den Weg gefunden hat. Und wir sind in Bubendorf, bei mir ist Martin Rutz. Martin, für was für einen Zweck macht ihr die diesjährige Parade? Die diesjährige Parade habe ich auf die Beine gestellt mit unseren Kameraden. Alle. Wie gesagt, das Auto und den schönen Fahrzeug und Traktoren, die hier stehen. Ich hatte das nach einer Woche. Ich musste sämtliche Bewilligungen einreichen. Und ich habe gesagt, wir machen die Parade, als die Leute auch mal wieder aus den Häusern rauskommen. Es war so wunderschön, überall, wo wir durchgefahren sind. Es ist für mich etwas fest fürs Herz und auch für die anderen Freunde, die hier jetzt alle mitgemacht haben. Und wir machen jetzt hier Glühwein, geben das gratis raus. Wir haben dort ein Kessel aufgestellt, wir geben das im Kinderheim. Zeldispeck haben die das von uns zu gut, sie wissen es noch nicht. Aber wir haben jetzt das so gesagt. Und das ist für mich wie ein schönes Herz, dass die armen Kinder auch mal etwas haben. Und auch im Altersein unten haben die alten Leute so eine Freude gehabt, auch im Dorf oben auch. Dass die eine riesige Freude gehabt. Und auch, man sieht es jetzt am Publikum an, oder, was jetzt da ist. Und auch die Polizei hatte Freude, dass alles so geklappt hat. Und Toni Fink möchte ich auch noch Dankeschön sagen, das ist der Wegmacher-Chef. Und der Ding hier, der Michel, der auch noch da ist, der also hier noch ein Fahrzeug eingewiesen hat. Alles. Also alle, die du gebraucht hast, haben mitgemacht. Jetzt haben wir aber am Anfang dick aufgetragen, wo wir gesagt haben, das Diesjährige. Das ist ja das erste Mal. Aber wenn man jetzt hier sieht, wie die Bevölkerung das genießt, denke ich, bist du angehalten, dir Gedanken zu machen über das nächste Jahr? Ja, auf Gedanken machen. Also, sie haben sich einen Haufen angemeldet, oder? Und dann noch eine Reise, dann auch nicht kommen können, weil sie nicht keinen so Schmuck hatten. Aber auf nächstes Jahr werde ich sagen, wird es noch schöner werden, noch ein bisschen grösser. Und ich habe wirklich auch noch Gemeinde hinten dran und etwas so Schönes, was ich jetzt hier auf die Beine gestellt habe. Mit meinen Schwiegersöhnen, mit der Frau oder mit dem besten Freund, der da vorne Glühwein ausschenkt, oder? Und alles zusammen, das machen wir einfach mit viel Herzen, oder? Und ich habe eine riesige Freude, was wir hier auf die Beine gestellt haben, wirklich. Ich könnte das greinen, so schön, wie wir das gemacht haben. Wirklich, sie sind auch unten auch alles schön gekommen, oder? Und haben die Maschine schön putzt, alle zusammen. Es ist unglaublich, man hat mich warm von dir. Wenn du ihn mal loslässt, hört er nicht mehr auf erzählen. Also, aber das Weihnachtsprogramm ist durch und da haben die letzten schönen Bilder gesehen. Hier. Und ich hoffe doch, dass wir nächstes Jahr hier im Bubendorf aus diesem Anlass einen weiteren Grund finden, um wieder vorbeikommen. Danke vielmals, Martin. Merci vielmals und euch auch vielen herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Und ich möchte euch eben gerne nächstes Jahr auch wieder zu unseren Paraden einladen. Ich sehe jetzt ja, die sind von weit her gekommen. Sie aber dann müssen jetzt einfach alle Lämpli holen und so Sachen. Ja, sie sind überall Lämpli holen und sie sind sogar von Solothurn gekommen, oder? Und sie haben sich dann noch gesagt, gut, du bist jetzt zu uns raufgekommen, wir kommen jetzt zu dir runter, oder? Und das ist also, wenn du jetzt hier siehst, das ist ja wirklich eine grosse Freude, oder? Gang bei ihnen vorbei, es warten nämlich alle auf dich. So, das wär's sie aus Bubendorf.